In der fernen Vergangenheit erlaubte es die meisterliche Beherrschung der Technologie der Menschheit, die Sterne zu erobern. Das Zeitalter der Zwietracht jedoch brachte zahllose Welten an den Rand der Vernichtung. Es ist das 41. Jahrtausend. Es gibt keinen Frieden zwischen den Sternen, denn in der Finsternis der fernen Zukunft gibt es nur Krieg. Diese Geschichte ist ein Beweis dessen. Ein uraltes Artefakt aus dem dunklen Zeitalter der Technologie ist erwacht und sein Ruf wurde erhört. Die Ultramarines, Schild der Menschheit, Geißel des Heretikers und des Xenos. Eine Kampfgruppe Space Marines muss das Relikt vor Xenos und Verrätern schützen oder es in letzter Konsequenz vernichten. Lieutenant Tessius wird seinen Auftrag ausführen, koste es, was es wolle. For the Emperor wills it. Die Death Guard, Diener des Verfalls. Ihre Seuchenmarines werden die Technologie an sich reißen und sie verbessern. Der Champion Dolgos Sepk wird seinen Brüdern von einst das prächtige Gesicht Nurgles zeigen, das Gesicht des wahren Gottes. Death to the False Emperor! Die Orks vom Clan der Evil Sons. Sie nutzen diese, große protzige Kiste als Köder. Sie brauchen nur einen guten Kampf und ein paar Ersatzteile, um mehr Waffen zu bauen. Für neue und bessere Kämpfe. Und die Menschen werden ihnen... Warhammer 40.000 gibt es bereits in World of Tanks. Es ist Zeit, die Gegner zu überwinden. In Saison 8 des Battle Pass präsentieren wir euch mit Stolz die neuen 3D-Stile aus dem Universum von Warhammer 40.000. Aber lasst uns zuerst über das Event selbst sprechen. Die Regeln sind dieselben wie in der letzten Saison. Ihr könnt ein Kapitel wählen und dann auf jeder Fortschrittsstufe zu jedem beliebigen anderen wechseln, um die am meisten ersehnten Belohnungen des normalen oder des verbesserten Passes zu erhalten, darunter Standardzubehör und erbeutetes Zubehör. Um die Fortschrittsstufen des Battle Pass abzuschließen, müsst ihr in Zufallsgefechten mit Fahrzeugen der Stufen 6 bis 10 Punkte verdienen, sowie in den Modi Stählerner Jäger und Frontlinie. Ihr könnt sie auch durch den Abschluss von Tagesaufträgen verdienen. Denkt daran, dass ihr mit den Hauptfahrzeugen von Saison 8 mehr Punkte für den Battle Pass verdienen könnt. Marken funktionieren wie zuvor. Ihr könnt sie für erbeutetes Zubehör und andere nützliche Spielgegenstände oder für eins der Belohnungsfahrzeuge der Stufe 9 ausgeben, wie den französischen Lorrain 50T oder die britische Cobra mit verbesserten Eigenschaften. Jedem Kapitel des Battle Pass ist ein progressiver 3D-Stil zugeordnet. Schließt Stufen ab, um den E-100 in den stolzen Farben der Ultramarines zu lackieren. Verbastelt den STB-1, bis er aussieht wie einer der Ork-Kampfpanzer. Oder überschüttet das Objekt 430U mit den fauligen Zeichen der Death Guard. Wenn ihr ein Kapitel abschließt, erhaltet ihr eins von insgesamt 3 einzigartigen Besatzungsmitgliedern. Volusard Tessius, Dolgos Sepk und Kroglin da Facegrinder. Sie alle sind zu 100% ausgebildet und verfügen über Waffenbrüder als Null-Vorteil sowie genug Erfahrung für 2 weitere Fertigkeiten oder Vorteile. Ihre Nationen sind vorbestimmt, aber ihr könnt Fahrzeugtyp und Spezialisierung der Helden selbst auswählen. Wenn ihr fest entschlossen seid, die Zukunft von jeglicher Korrumpierung zu reinigen, schließt euch den Adepta Sororitas an, einer kämpfenden Schwesternschaft, unverrückbar in ihrem Glauben. Das zusätzliche Paket enthält einen 3D-Stil für den Batschatilion 25T, ganz im Geiste der Sororitas, sowie eine passende Kommandantin, die rechtschaffene Schwester Espice. Sie steht bereit, im Namen der Menschheit Seite an Seite mit den Ultramarines zu streiten. Ihr auch?